Mein erstes Mal hatte ich tatsächlich mit... Nur wenn man die Tage hat, kann sowas wie du entstehen. Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, solltest du das auf jeden Fall tun. Denn ich sehe gerade, du hast es noch nicht getan. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag kommen um 13 Uhr neue Videos online. Und heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, denn ich habe jeden Montag auf Instagram eine Fragerunde, die nennt sich 10 Fragen am Montag. Und dasselbe habe ich eigentlich jetzt schon auf YouTube zweimal gemacht. Und zwar habe ich einmal das Video, wo ich über Schönheitsmakel, Schönheits-OPs und so weiter geredet habe und erst vor 2 Wochen oder so habe ich ein Video hochgeladen, wo ich über die Influencer-Welt rede. Und das hat euch so, so gut gefallen, dass ich heute direkt mit dem dritten Teil hier... Ich wollte schon zweimal. Mit dem dritten Teil hier direkt weitermache. Und heute dreht es sich um das Thema Girls Talk. Also einfach über Themen, die Mädels interessieren, die aber vielleicht auch Männer interessieren, die sie von den Mädels noch gar nicht wussten. Ihr habt mir Fragen zum Thema Girls Talk gestellt und Leute, ich hätte niemals gedacht, dass es so krass intim wird, dass mir so viele Leute solche intimen Fragen fragen, die ich bei euch beantworten soll. Aber noch eine Info, und zwar habe ich euch in den letzten 2 Tagen gefragt, was denn jetzt der perfekte Name für diese Reihe sein wird. Und ich finde, ich glaube, wir haben einen guten Namen gefunden, und zwar Let the Gossip Begin! Okay, wow, es sind wirklich sehr, sehr, sehr krass intime Fragen. Aber ich fange mal mit was Leichtem an. Nicht so krassem. Und zwar, wie bekommt man ein Glow-Up? Also, ich sag mal so, ein Glow-Up ist ja damit gemeint, dass man einfach von der Pubertät bis zu einem älteren Alter einfach sich verändert und einfach gewissermaßen besser aussieht. Ich hatte gestern meine 10 Fragen am Montag und da kam auch die Frage, ob ich ein Glow-Up hatte. Ich kann euch jetzt einfach mal ein Bild von 2008 einfügen und ich kann euch jetzt mal ein Bild von 2020 einfügen. Also das sind, wer rechnen kann, 12 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern und ich finde tatsächlich, dass ich ein Glow-Up hatte. Dazu muss ich aber sagen, natürlich kommt sehr, sehr viel durch die Pubertät. Da hat man Pickel, sehr schnell fettige Haare, man hat noch nicht wirklich einen eigenen Style, man weiß noch gar nicht, welche Klamotten man trägt eigentlich nur das, was Mama und Papa eingekauft haben und hat eigentlich gar keinen Plan irgendwie von dieser Modewelt. Und mit der Zeit und mit dem Alter erweckt man vielleicht sogar ein Interesse, muss ja nicht bei jedem sein, aber ein Interesse wird geweckt, jedenfalls war es bei mir so. Und dann findet man sich irgendwo. Man sucht sich seinen Style, man guckt, was man irgendwie cool findet. Man guckt irgendwie, was einem zu einem passen kann. Also ich würde sagen, so meinen richtigen Glow-Up hatte ich jetzt so 2014. Klar, der Klamottenstil ändert sich immer wieder, aber ein Glow-Up bekommst du auf jeden Fall mit der Zeit und mit dem Alter. Mach dir da gar keinen Stress. Da kommt alles. Was hältst du davon, bis zur Ehe mit dem Geschlechtsverkehr zu warten? Das zum Thema Girls Talk und Intim. Also, ich denke mal, es ist jedermanns eigene Sache. Manche haben religiöse Einstellungen, die halt sagen, okay, nee, vor der Ehe auf gar keinen Fall und erst wenn ich mit jemandem verheiratet bin, dann ist vollkommen in Ordnung. Was ich davon halte, also jeder kann machen, was er will. Für mich selbst würde es nicht in Frage kommen oder wäre es nicht in Frage gekommen. Es wäre auch gar nicht in Frage gekommen. Aber ich für mich persönlich könnte es nicht, aber was alle anderen sagen oder was andere irgendwie für Intentionen haben oder sagen, hey, ich möchte gerne warten, ey, easy, vollkommen okay. Ich sag mal so, wäre Eugen jetzt zum Beispiel so eine Person gewesen und hätte gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne bis zur Ehe warten, ich glaube, ich hätte auch dazu ja gesagt. Es wäre für mich auch kein Problem gewesen, aber es ist natürlich auch ein Ding, wo beide mitspielen sollten, bestenfalls. Also ich finde es cool, wenn man es durchzieht, aber wie gesagt, für mich wäre es nichts gewesen. Hier habe ich auch direkt 2 Fragen, und zwar, was hältst du von der Pille und Kupferspirale, wie kommst du damit klar? Das eine hat mit dem anderen echt viel zu tun, deshalb habe ich die jetzt einfach beide genommen. Und zwar, was halte ich von der Pille? Also ich habe die Pille angefangen zu nehmen, als ich 15 war, also schon ziemlich früh, und habe sie, bis ich, boah, 21 war, genommen. Und ich habe einfach gemerkt in der Zeit, ich hatte super viel Migräne, ich hatte super krasse Stimmungsschwankungen. Meine Haut war zwar gut so, die war auch vor der Pille gut, aber nach der Pille ist halt alles komplett explodiert und meine Haut ist komplett ausgerastet. Und ich, für mich persönlich, würde halt nie wieder die Pille nehmen.
Es ist eine gute Verhütungsmöglichkeit, aber es macht sehr viel Scheiß mit dem Körper. Also würde ich tatsächlich eher auf andere Verhütungsmethoden zurückgreifen, wie zum Beispiel jetzt zu der anderen Frage, zu der Kupferspirale, wie ich damit klarkomme. Mittlerweile trage ich sie seit 3 Jahren. Ich habe sie nämlich 2017 eingesetzt bekommen und ich komme ganz gut damit klar. Also ich habe tatsächlich keine Probleme. Sie ist auch nie irgendwie verrutscht oder so. Sie liegt immer noch ganz gut. Laut meiner Frauenärztin. Das Einzige, was wirklich hardcore abfuckt, ist, dass ich extreme Regelschmerzen habe. Hatte ich bei der Pille gar nicht. Und auch vor der Pille hatte ich nicht so starke Schmerzen. Also seit der Spirale sind die Schmerzen sehr, 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 sehr schlimm. Sehr, sehr viele Fragen kamen auch, was ich gegen die Schmerzenden tue. Tatsächlich einfach nur Paracetamol oder Ibo oder CBD. CBD? Heißt die CBD-Tropfen. Das entspannt ein wenig, davon wird man nicht high, aber das entspannt und das hilft mir auch ganz gut. Hast du schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht? Ja, habe ich. Tatsächlich auch mal wegen einem Verdacht auf einer Schwangerschaft, aber natürlich war es negativ. Und eigentlich schon mehrere tatsächlich. Ja. Woran hast du gemerkt, dass Eugen der Richtige ist und das nach so kurzer Zeit? Ich habe mir letztens noch Gedanken darüber gemacht, weil ich mir dachte, boah krass, wir sind eigentlich echt schnell zusammengezogen. Er hat mir schnell einen Antrag gemacht, nach 9 Monaten Beziehung einen Antrag. Ist schon krass. Und woran ich es gemerkt habe, ich glaube, ich habe es gemerkt, weil ich einfach gesehen habe oder einfach für mich gespürt habe, dass er mir das gibt, was ich brauche. Aufmerksamkeit. Ich hatte nämlich in meinen letzten Beziehungen davor sehr wenig Aufmerksamkeit von meinen Partnern. Und diese Aufmerksamkeit, die Eugen mir gegeben hat, oder wie aufmerksam er generell war, ich habe mit ihm geredet über irgendwelche Sachen und es waren halt so mini-mini-Kleinigkeiten. Und er hat sich diese Sachen gemerkt. Und das fand ich so krass. Das hat mich richtig geflasht. Ich war super geflasht, dass er von sich allein auch einfach ein Mensch ist, der ordentlich ist, der mithilft, der auf meine Bedürfnisse achtet und dass er mich nicht alles alleine machen lässt. Dann ist er noch ein super, super Anker für mich in meinem Leben gewesen, der mich einfach immer wieder zurückgeholt hat, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, schlechte Laune hatte oder irgendwas passiert ist. Oder er war halt immer mein Ruhepol. Er hat mir immer zugehört. Ich bin für ihn immer an erster Stelle gewesen, bis heute noch. Und das merke ich auch. Und er schätzt, was ich sage. Also er ist ein extremer Gentleman. Und war es schon damals. Und natürlich hätte es auch sein können, dass er das nur in der Kennenlernphase macht oder so. Aber nein, es hat sich komplett durchgezogen. Und es ist bis heute noch so. Also er ist ein extremer Gentleman mir gegenüber. Oder ob es so Kleinigkeiten sind. Ob ich dann einfach mal eine Rose geschenkt bekomme oder einen Rosenstrauß einfach so geschenkt bekomme, um mir einfach eine Freude zu machen. Einfach wirklich Kleinigkeiten. Aber auch, dass wir gefühlt dieselbe Person sind. Wir beide sind einfach so gleich. Wir lieben das gleiche Essen. Wir lieben die gleichen Filme. Wir mögen die gleiche Musik. Wir haben den gleichen Humor. Also es passt einfach perfekt. Und er ruft mich gerade an. Ich habe gerade über dich geredet. Wieso denn? Jetzt bist du auf Lautsprecher. Okay, was hast du gesagt? Dir, das musst du im Video sehen. Das ist ja läppisch. Nette Sachen. Sehr nette Sachen. Okay. Soll ich dir noch eine nette Sache droppen? Ja. Hast du Bock auf Five Guys? Ja. Ja, hab ich. Soll ich mitbringen? Aber ich würde gleich fahren. Kurz. Nur fürs Essen? Nur fürs Essen, ich habe auch voll Bock. Okay. Okay, bis später, ciao. Bis gleich, ciao. Das weine ich! Das weine ich! Ihr ruft mich an und fragt mich, ob ich Bock auf Five Guys hab, Mann. Das ist ein Traum, Mann. Aber nein, um es kurz zu fassen, ich habe es tatsächlich sehr, sehr schnell gemerkt, weil er einfach anders war als die Partner, die ich vorher hatte und mir einfach genau das gegeben habe, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und es ist bis heute noch so und ich bin wirklich super, super happy. Wirklich sehr, sehr happy. Wann hattest du das erste Mal deine Tage? Boah, ich hätte nicht gedacht, dass diese Frage so oft gestellt wird. Aber ich hatte meine Tage das erste Mal, glaube ich, mit 12 oder 12,5.
bin mir nicht ganz sicher. Sehr viele Fragen kamen auch, wie es für mich war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's cool, meine Tage zu bekommen. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Video erzählt. Früher war das irgendwie so, wenn man irgendwie die Tage bekommen hat, war man irgendwie erwachsener oder man war, das war der Anfang einer richtigen Frau. Und ich fand's cool und ich habe es auch direkt meinen Freunden erzählt. Mir hat's nicht wehgetan. Bleiben wir doch mal bei den Tagen. Und zwar, wie hast du deiner Mama erzählt, dass du deine Tage bekommen hast? Ich habe es meiner Mama einfach erzählt. Habe gesagt, Mama, ich glaube, es ist soweit. Ich bin jetzt eine Frau. Ich habe es einfach erzählt. Ich hatte gar keine Angst davor. Ich finde es so krass, dass mittlerweile irgendwie die Kids voll Angst davor haben, das zu erzählen. Aber es ist was komplett Normales. Jede Frau hat ihre Tage. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist was ganz Normales. Nur wenn man die Tage hat, kann sowas wie du entstehen. Deshalb, also ich verstehe gar nicht diese Angst davor, darüber zu reden. Und ich habe es meiner Mama damals erzählt. Ich muss aber auch eine Story dazu erzählen. Das ist richtig witzig. Und zwar, ich wollte unbedingt meine Tage haben, weil gefühlt jeder meiner Freunde die Tage hatte. Und dann habe ich eine Binde genommen von meiner Mom. Und ich weiß nicht, irgendwo hatte ich eine Wunde, habe es dann irgendwie aufgekratzt und habe dann da Blut drauf gemacht auf die Binde. Bin dann mit zu meiner Mama gegangen, habe gesagt, guck mal, ich habe meine Tage. Wie dumm. Richtig dumm. Ja, so sehr wollte ich meine Tage haben. So sehr wollte ich einfach erwachsen werden. Und ich hätte es mir einfach sparen können, ohne Witz. Jetzt muss ich mein ganzes Leben damit rumlaufen. Mann, bleiben wir doch einfach mal bei den Tagen. Tut es weh, wenn man ein Tampon einführt? Nein, tut es nicht. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, was damit passiert. Aber nein, es tut nicht weh. Keine Sorge. Okay, die Frage kam auch wirklich so krass oft. Und zwar, wann hattest du das erste Mal Sex? Und wie war es für dich, es wem anders zu erzählen? Also, ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, wann war euer erstes Mal? Dann schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Natürlich die, die jetzt noch keinen hatten, jetzt irgendwie nichts erfinden, sondern wirklich nur die, die schon mal ihr erstes Mal hatten. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das habe ich noch nie erzählt und ich hat es auch irgendwie nie vor zu erzählen, aber da die Frage wirklich so extrem oft kam. Mein erstes Mal hatte ich tatsächlich mit 14, sehr, sehr jung. Es ist einfach schon 11 Jahre her. mit meinem damaligen ersten Freund. Ich sag mal so, ich war zu dem Zeitpunkt bereit. Es war nichts irgendwie Gezwungenes oder so von meinem Partner damals. Das war meine Entscheidung. Aber ja, es ist sehr, sehr jung und im Nachhinein denke ich mir, ich hätte noch ein bisschen warten können. Aber dazu muss ich auch sagen, mit der Person, mit der ich mein erstes Mal hatte, war ich dann auch knapp 3 Jahre zusammen. Also es war eine längere Beziehung. Es war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, es war ein Fehler oder so. Ein bisschen unangenehm darüber zu reden. Hast du im Intimbereich auch eine dauerhafte Haarentfernung? Wenn ja, was hast du bezahlt? Ich habe es mal gemacht, aber es war definitiv nicht dauerhaft. Es waren eher 3-4 Monate und ich habe mich lasern lassen und es hat sowas von scheiße wehgetan. Deshalb würde ich es tatsächlich, glaube ich, nicht mehr machen und ich kehre lieber zurück auf das ganz normale Rasieren. Und da mich auch sehr viele gefragt haben, was ich denn für einen Rasierer benutze. Das ist der Rasierer, den ich seit 8-9 Jahren benutze. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Man hat damit keinen Rasurbrand. Man hat damit keinerlei irgendwie Probleme, dass man sich irgendwie schneidet. Natürlich, man kann sich immer schneiden, wenn man ein bisschen zu dumm dafür ist. Aber ich habe mich damit eigentlich so gut wie noch nie geschnitten. Und kann den sehr empfehlen. Wie weiß man, dass man bereit für das erste Mal ist? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber macht auf gar keinen Fall mit jemandem, wo ihr euch nicht sicher seid. Und wo ihr wisst, okay, das ist bestimmt nur was Schnelles und der will eigentlich nichts von mir. Bitte, 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 bitte achtet immer auf euer Bauchgefühl, ob es das Richtige ist. Lasst euch niemals zu irgendetwas zwingen. Weil das ist mit das Schlimmste, was ihr machen könnt. Gerade beim ersten Mal. Das soll was Schönes sein, das soll was Intimes sein. Von 2 Leuten, die sich lieben. Und nichts, was irgendwie so zack, 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 ich mach's jetzt schnell, weil alle anderen um mich herum hatten alle schon ihr erstes Mal. Bitte, bitte, tut mir den Gefallen und macht es nicht. Ihr werdet es so bereuen. Ihr werdet es so, so sehr bereuen, dass ihr es nicht mit einer Person gemacht habt, die ihr wirklich vom ganzen Herzen liebt. Ich finde, man weiß, wenn man bereit dafür ist, wenn man
mit dem Partner auch darüber redet und sagt, okay, vielleicht in so 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, vielleicht. So weiß man immer am besten Bescheid, ob man bereit dafür ist. Und lass dich wirklich niemals zu irgendwas zwingen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du schon mal eine Menstruationstasse benutzt? Und ja, wie ist es so? Nein, habe ich nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Interesse daran, das irgendwie auszuprobieren. Dieses Kopfkino, was in mir irgendwie vorgeht, wenn ich nur daran denke, dass diese Tasse irgendwie voll ist, ich irgendwo gerade in einem Restaurant bin und diese scheiß Tasse irgendwie auswechseln muss, mit meinen vollgebluteten Händen irgendwo hingehen muss. Nee, nee, nein. Also es reicht alleine nur mit vollgebluteten Händen zum Waschbecken zu gehen. Und da sind vielleicht Leute, die sehen das. Nee, 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 nee. Mit der Tasse dann auch noch das Ausspülen. Nee, 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 nee. Da bleibe ich lieber bei meinen OBs. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal irgendwelche bessere oder umweltfreundlichere Sachen. Aber tatsächlich, nein, ich bleibe bei meinen OBs und gut ist. Hattest du früher, als du einen Freund hattest, jeden Monat Angst, schwanger zu sein? Nee, eigentlich nicht. Man hat ja sowas wie Verhütung. Aber tatsächlich gab es 1, 2, 3 Situationen, eventuell sogar, wo, ja, eventuell ein paar Sachen passiert sind, die zu einer Schwangerschaft führen können. Ich dann aber sofort zum Frauenarzt gegangen bin und das Problem sozusagen mit der Pille danach beseitigt habe. Ja, mein Gott, das ist wirklich ein sehr offener Talk. Ein sehr offener Talk. Damit würde ich dann aber auch sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Girls Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht waren ja auch die ein oder anderen Fragen dabei, die euch interessiert haben. Stellt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch weitere Fragen in die Kommentare oder zu welchem Thema ich mal mit euch quatschen soll. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder am Sonntag um 13 Uhr. Wie gesagt, nicht vergessen zu abonnieren, denn ich werde wieder regelmäßig Videos hochladen und fühle dich alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!